Ja, ich muss kurz vor 9 aufstehen. Ich habe Homeoffice, um 9 muss ich spätestens anfangen. Es geht dann eigentlich noch. Das Dumme war, ich habe jetzt nach der Arbeit noch über eine Stunde geschlafen und bin aktuell null müde und werde auch nicht schlafen können, wenn ich jetzt schlafen gehe. Also ich werde mich nicht lange stressen lassen von dem Spiel. Wenn ich jetzt wirklich noch zu sehr dafür kacke, dann gehe ich offline. Weiß nicht, was ich dann noch mache, aber das tue ich mir dann nicht noch an. Aber schlafen werde ich dann, glaube ich, noch nicht können. Shit, shit, shit. Oh mein Gott. Wie habe ich das noch gerettet? Meine Fresse, Alter. Das war echt ein knapper Save. Meine Güte. 15-16. Danke für dein Raid. Bist du weitergekommen bei dir? Bist du durch mit Crash schon? Jetzt auch mit dem vierten. Oder brauchst du noch deine Zeit, bis Crash 5 rauskommt? Du müsst ja auch den Content ein bisschen haben, dass du dann direkt anfangen kannst, ne? Nee, wie sieht's aus bei dir? Bisschen was geschafft heute? Also ich lese gleich, ne? Also bei mir ist es mal ein bisschen schwierig zu lesen, während ich im Run bin. Aber das kriege ich gleich hin. Das war auch knapp. Erbärmlich. Das kenne ich gar nicht von dir, dass es bei dir mal erbärmlich laufen würde. Oh, hast du eine gute Zeit? Das glaube ich dir ehrlich gesagt nicht. Bei dir läuft es doch sonst immer eigentlich ganz geil. Nee, letzten Mal, wo warst du denn dann mal stehen geblieben? Du hast noch den Cortex-Boss gemacht und warst dann in der Dino-Welt, ne? Bei der, hast, ah, nee, da hab ich, bin ich ja offline gegangen, stimmt. Weiß gar nicht mal, wo du das letzte Mal aufgehört hast, weil dann war ich selber weg. Das Muster, da war ich das alte Wendler lieber den Controller. Wenn du mich raidest, vielleicht, aber nur ein bisschen. Danke, Gamer, danke für die 35. Ja, mit Cortex spielen, das im Dino-Level ist nicht ganz so einfach, wenn man Cortex halt noch gar nicht gewöhnt ist, ne? Das ist dann schon echt krass. Und Flashback-Tapes sind halt immer geil. Welche hast du denn gemacht? War ich da jetzt schon vorbei oder kommt das noch? Also links siehst du die Nummer, ich bin gerade bei Flashback-Tape Nummer 5. Die 4, na gut, da bin ich dann gerade vorbei, ja, da war es ja gerade gesehen, was ich hatte. Jetzt siehst du noch, was noch auf dich zukommt dann.
Ah, du hast. Nee, okay, du hast gerade falsch gelesen. Achso, Tobi hat gute vierte Map geschrieben. Sorry, ich habe gerade Namen vertauscht. Das siebte gemacht und dann beim achten hat sie aufgegeben. Okay. Bin ich ja gleich. Dauert ja nicht mehr lange. Gucken, wie ich da durchrase. Hoffentlich natürlich nur. Also für die Leute, die gerne Smash Bros. Spielen, also Crash Bandicoot wäre einer der geilsten Charaktere, wirklich. Ich bin ja riesen Crash Bandicoot-Fan. Und den dazu haben wir bestimmt richtig geil. Da ich aber leider kein Smash-Spieler bin, wäre das für mich nicht so interessant. Vielleicht wäre das dann der Kaufgrund, dass ich mir Smash Bros. Hole. Das wäre es vielleicht. Und übrigens, ich wundere, wenn ich mal Sprachpausen mache, so wie eben. Das liegt eher daran, dass ich da mal kurz konzentriert bin, weil es ein schwerer Part ist. Nicht wundern drüber. Ja, also allgemein solche Beat'em-Ups wie Squash, solche Arcade-Beat'em-Ups oder auch richtige, sind nicht ganz so mein Spieltyp. Spiele ich halt einfach nicht so gerne. Wie viele Figuren ich habe? Meinst du die da hinten oder was? Also. Ich glaube, ich habe nur eine da stehen. Aber ich habe es halt schon immer gespielt, ne? Ich habe schon immer Crash Bandicoot gespielt. Ob es jetzt in den 90ern ist oder ob es jetzt ist, ob sie Insane Trilogy ist, ob es Crash Team Racing ist, das habe ich alles geliebt. Und tue ich auch immer noch. Ja, Tobi, wirklich, wirklich schwer, wenn man die gemacht hat und weiß, wo man langspringen muss. Oh, ich habe gerade drei Goldspitze in Folge, what the fuck? Wenn man weiß, wo man langspringen muss. Jetzt muss ich mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Wenn man weiß, wo man langspringen muss, sind die auch nicht so schwer. Wenn man die zum ersten Mal macht, sind die mega hart. Also am ersten Mal habe ich, keine Ahnung, 3 Stunden, 4 Stunden für alle gebraucht, mindestens, wenn es nicht gar noch viel länger war. Wenn du dann einmal weißt, wo es lang geht, ist es natürlich eine andere Sache. Aber so für den Anfang sind die wirklich nicht einfach. Ja, warum jetzt? Das hätte auch schief gehen können gerade. Ich wollte Slam auf einmal ab, dann Slide. Und danke für dein Follow 1516. Mal gucken, was ihr noch so geschrieben habt. War gerade wieder schwer zu lesen. Okay, du hast das Spiel jetzt verstanden. Einfach nur durch die Level fliegen. Das ist ja doch ganz simpel. Und dann, ich habe gerade 4 fucking Goldspitzen in Folge. Was ist hier los? What the fuck? Das kapiere ich gerade nicht. Wie kann ich 4 Goldspitzen in Folge haben? Das ist gerade krank. Aber ja, wie gesagt, ich habe es einige Male gemacht, auch wenn die. Also wenn da oben so ein Goldspit ist bei einer Map, heißt das, ich habe die Map noch nie in so einer guten Zeit abgeschlossen. Und ganz links das Gold heißt, wie viel schneller ich war. Bei den Maps jetzt 0,3 bis 2,9 Sekunden als meine Bestzeit bisher. Und das ist aber trotzdem schon mega krass bei den ganzen Runs, die ich schon gemacht habe, dass ich die Zeiten da so stark gerade verbessere.
Das war knapp. Ich konnte es gerade noch nicht ganz lesen. Irgendwas mit Rage stand da, glaube ich, Tobi, oder? Oder man lernt den. Ach, die Range der Nitro-Kisten kennen, genau. Die Range der Nitro-Kisten ist manchmal ganz, ganz schlimm. Dann weiß man auch, was man stehen lassen kann. Ach so, meinst du das, ja. Also, die haben ja alle so ein 3x3-Feld quasi, was zu Kanten her enger wird. Und dann weiß man, welche Kisten man stehen lassen kann, die dann am Ende von dem Nitro-Ausrufezeichen dann zerstört werden. Das ist auch eine wichtige Info, die man braucht, um da wirklich gut zu sein. Also nicht gut, sondern schnell zu sein. Man kann natürlich alle Kisten auch einzeln zerstören. Aber wenn man sie nicht zerstören muss, dann muss man natürlich nicht. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber ich wünsche dir trotzdem eine wunderschöne gute Nacht. Und vielen, vielen Dank nochmal für deinen Raid. Und ich unterstütze dich dann moralisch, wenn ich wieder mal am Twitch schauen bin und du am Stream. Da bin ich auf jeden Fall moralisch auch wieder bei dir dabei. Dankeschön. Nein! Oh mein Gott! Alter, war das knapp! Nice. Da war was falsch, da ist kein Goldsplit. Ich meine, mit 4,6 Sekunden über der Bestzeit und 3 Sekunden besser als Bibi nehme ich den auch nur liebend gern mit, Tobi. So ist es nicht, ne? Ist ja nicht so, dass ich überall Goldsplits machen muss. Und ich habe in dem Run schon 7 Sekunden Goldsplits geholt. Vorher war Sum of Best 31,15, jetzt ist es bei 31,08. What the actual fuck? Das ist mega krank gerade. Also wenn ich den Run irgendwie ins Ziel bringe, ohne... Also ich werde sterben, keine Frage. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das hier ein Deathless Run wird. Das geht einfach nicht. Aber wenn ich den Run hier ordentlich ins Ziel bringe, wird das schon mega gut. Da würde ich mich schon mega drüber freuen. Aber der Crash-Part alleine ist natürlich absolut krank, ne? Also die ersten 11 Flashback-Tapes. Wenn ich hier jetzt gut durchkomme, nicht so wie vorhin. Die einzig schwere Stelle. Yes! Nice. Das darf ich bloß nicht dumm verkacken und dann... Ist das wirklich der krasseste Crashpart? Bisschen auf Safe gemacht am Ende. Aber das war wirklich der krasseste Crashpart aller Zeiten. Also, ob ich den jemals wieder schlage, keine Ahnung. Und noch ein Goldsmith zum Abschluss.
Also das war jetzt der absolute Wahnsinn, dieser Crashpot. Krass. Aber es kann auch sein, weil ich Ablenkung hatte. Ich habe viel Chat gelesen, habe drüber nachgedacht, was der Chat schreibt. Und habe mich nicht so sehr aufs Level konzentriert. Das kann manchmal wirklich Wunder bewirken. Nein! Ach, wieso kamen die da jetzt nicht durch? Warum? Warum jetzt, Coco? Warum tust du mir das jetzt an? Warum tut die mir das jetzt an in einem ihrer leichtesten Level? Warum? Tobi, ich glaube, du siehst gerade nicht, was gerade passiert. Krieg mal deinen Stream-Delay wieder hin, ey, ganz ehrlich. Es kann nicht wahr sein, weil ich hier runterfalle. Es war so gut gewesen. Also, dieser Crash-Part, ne, das ist. Da habe ich gleich Kopfschmerzen. Ich kriege gerade wirklich Kopfschmerzen von dem Scheiß. Es war so gut gewesen. Ja, Tobi. Ja, ich weiß, das ist zum Kotzen. Eine Minute verloren. Eine Minute. Es ist wirklich dieser Crashpart, unbeschreiblich geil wieder war, ne? Ich kann mich jetzt nicht mehr über Coco aufregen, weil davor war es einfach genial. Aber so gut komme ich da nie wieder hin. Also ich würde jetzt gerne eine PB draus machen. Wirklich super gerne. Ich möchte jetzt unbedingt die PB haben. Damit ich diesen Crashpart als Vergleich habe. Deswegen möchte ich jetzt unbedingt die PB. Jetzt klappt Coco nicht mehr. Coco, Crash war eben so gut unterwegs. Es gibt, natürlich, jetzt weiß ich auch, es gibt ja einen Grund, dass ich dich hasse, weil du einfach Kacke bist, aber tu mir das jetzt bitte nicht an. Ich weiß ja, Tobi. War mir ja klar, dass das wegen dem Delay gerade war. Also es ist gerade so ärgerlich, ne? 1 Minute 30 verloren in den ersten beiden Coco-Leveln und immer noch 50 Sekunden Vorsprung. Falsche Map. So, jetzt bitte keine Spielfehler, das wäre super nett von dir, Spiel.
Ja, das weiß ich ja, Tobi. Sonst wärst du ja nicht bei mir im Stream, wenn du mich nicht mögen. Also, mögen ist vielleicht übertrieben, aber wenn du nicht Spaß an dem Stream hättest, dann wärst du ja auch nicht hier. Ist mir ja auch klar. So, jetzt bitte, bitte keinen Spielfehler. Das war sehr gut. Scheiße, er macht beide kaputt. Kriege ich das noch irgendwie hin? Alter, was für ein Safe. Oh, Alter, wenn ich die Hälfte jetzt noch durchkriege, ist es ein absoluter Win. Yes, yes, yes. Scheiße, Alter. Und trotzdem krassen Ding noch 10 Sekunden oder so verloren. Alter. Puh. Das war krank. Das war wirklich krank, dass ich das noch. Also Eigenlob stinkt, ich weiß, aber das war gerade einfach zu krank. Da lasse ich mir lieber Zeit, nicht, dass ich dann das. Da bin ich schon oft öfters in das TNT reingesprungen. Löst dich bitte aus da oben, danke. Was soll ich denn wissen? Was hast du da reingeklippt? Geklippt, nice. Danke. Boom, Baby. Nice. Es war kein Goldsplit, aber auch kein Zeitverlust. Beziehungsweise zur PB sogar 20, zur PB sogar 20 Sekunden gewinnen.
Das war auch wieder. Doppelsprung geht nicht! Och Mann! Es hat einfach der scheiß Doppelsprung nicht funktioniert. Das ist zum Kotzen. Der geht wieder nicht, ey. Das ist doch... Ey, die müssen was gegen diesen Strecks-Doppelsprung tun. Ich kann auch nicht die ganze Zeit einfach ohne Doppelsprung spielen. Also könnte ich ja, aber... Man rechnet doch nicht damit, dass der Doppelsprung so oft einfach nicht funktioniert. Ganze Vorsprung weg. Der ganze Vorsprung ist weg. Weil einmal der Doppelsprung nicht funktioniert. Das gibt's nicht. Das war auch ein schöner Save. Ja, ich werde nach dem Rollen auch pennen gehen. Ich werde den auf jeden Fall zu Ende machen, egal wie schlecht er wird. Ich hoffe natürlich auf den PB, weil... Ich hätte diese Quest-Zeit so gerne als PB dastehen. Ja, mein Schlafrhythmus ist aktuell komplett im Arsch. Ist leider echt so. Ich schlafe meistens erst um 3, um 4 ein, stehe um 8, um 9 auf, dann schlafe ich nachmittags eine Stunde. Das ist kein so schöner Schlafrhythmus. So, okay, ich habe aber gerade wieder Zeit rausgeholt zur Pipi. Ich habe eine Minute Vorsprung. Und ich weiß, dass ich diese Map auch noch verkackt habe. Was mache ich denn? Oh, ich war gerade im Kopf bei einer völlig anderen Map. Wieso bin ich im Kopf bei einer anderen Map? Ich will hier stehen bleiben an Stellen, wo ich nicht stehen bleiben muss. Ja, der Schlafrhythmus ist aber komplett zum Kotzen. Ich will nicht, also ist ja nicht so, dass ich das freiwillig mache, ne? Aber nachmittags, oder jetzt kurz konzentrieren. Yes, 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 yes. Yes, perfekt. Der Doppelsprung hat wieder nicht funktioniert, Alter. Nein! Nein! Ich kam nicht weit genug rüber. Ich kam einfach nicht mehr weit genug rüber. Weil ich meine Taktik nicht ganz so umgesetzt habe, wie ich wollte. So, das ist nämlich die Taktik. Ach, fuck it.
trotzdem sogar noch Zeit gut gemacht, weil das, ich war jetzt noch bei dem Run, bei meiner PB ist mir hier der Controller ausgegangen. Hatte ich einen falschen Account ausgewählt, das war richtig schlimm. Ach man, also so ein dummer Fehler von mir jetzt gewesen. Sie hätte mich auch noch mal 40 Sekunden bringen können. Ach. Das war so mies, Alter. Ganz ehrlich. Ruhig bleiben, Stefan. Nichts passiert. Es ist nichts passiert, ist alles okay. Zeitverlust von 3 Sekunden ist doch völlig in Ordnung, oder? Ich hab das Doppelsprung geht nicht, Mann! Es ist zum Kotzen! Ey, wenn die diesen verfickten Doppelsprung nicht patchen, dann krass dich aus! Die können ja patchen, was sie wollen, aber der Doppelsprung muss sein. Also wirklich, wenn sie den Doppelsprung nicht patchen, dann ist der Patch für mich ein Fail. Wird man im ersten Moment vielleicht dann nicht merken. Jetzt habe ich das TNT vergessen. Muss man vielleicht im ersten Moment nicht merken, ob es gepatcht ist oder nicht. Aber es wäre für mich echt das Wichtigste, dass wir diesen scheiß Doppelsprung patchen. Ja, Controller war schlimm gewesen in dem Run. Ich habe jetzt noch, ich weiß, dass ich die beiden Maps nicht schlecht gemacht habe. Also die Map vielleicht noch, ich weiß nicht wie viel ich da verloren habe. Aber ich habe 6 Minuten Zeit, um an die Zeit ranzukommen. Und eigentlich dauert die. Oh, da habe ich doch noch viel verloren. So was doch aus! Yes! Scheißegal, dass ich vorher warten muss, Hauptsache ich bin drüben. Das ist mir ehrlich gesagt wirklich noch nicht einmal passiert. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Anfang ist echt assi, aber ich finde es gar nicht mehr so schlimm mittlerweile.
ist auch fast ein bisschen früh. Aber nochmal gut gegangen. Ne, ich warte. Das ist mir zu gefährlich. Oh, das war auch so knapp. Das war viel zu knapp. Oh mein Gott. Das war eine super Map. Also der Tod da am Anfang, ärgerlich, ist mir nie passiert bisher, aber scheißegal. 2 Minuten 50 Vorsprung. Puh. Also der Tod war echt dämlich, aber für den Tod noch mega gut gemacht. Also, dass ich das noch so rette, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt habe ich für eine nicht so schwere Map 5 Minuten Zeit, um die fucking PB zu holen. Und das mit dem Crash-Part am Anfang war halt so mega geil. Ging wieder der Doppelsprung nicht, Alter. Also wirklich, das ist das Hauptproblem, was wir fixen müssen für die Speedrunner. Weh. Fuck. Fehler gemacht. Das war jetzt aber nicht so schlimm, weil das war halt mein Fehler. Diesmal warte ich auf jeden Fall, bis die beiden Kisten spawnen. Hinten ist das Feuer dazu auch sehr gut geeignet gewesen, passt also. Sonst hätte ich eh warten müssen. Yes! Yes, 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 yes. Boom! Baby! 36,08. 2 Minuten 42 verbessert. Wahnsinn. Also dieser Crash-Part bin ich immer noch so krass begeistert von, ne? Guck dir das an. Also die ersten zwei Maps 7 Sekunden verloren, dann 7 Sekunden Goldsplitz. Und dann auch nochmal 5 Sekunden verloren und noch ein Goldsplit. Also dieser Crash-Part absolut krank gut gewesen. Dann natürlich mit Coco gleich die ersten beiden Maps 1,5 Minuten verpasst. Dann nochmal eine Minute verloren. Also sagen wir mal circa 2,5 Minuten hier verloren. Dann nochmal eine Minute verloren, 3,5 Minuten. 4,5 Minuten verloren circa. Und das Ding ist, es war trotzdem ein mega geiler Run. Aber halt, Coco war so schlecht. Katsu, du auch wieder hier. Dankeschön, Dankeschön. Ich fand den Run echt cool trotzdem.